Thomas, du bist entzückend. Zaubi, mach mich nicht fertig. Plot Twist in diesem Game. Zaubi ist das Monster. So. Ich kann nicht mal die Namen lesen. Da ist tatsächlich jemand. Aber die Türen sind ja alle vernagelt, also verriegelt. Ob. Wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, was mich in diesem Game erwartet. Entsprechend. Alter, ich erwarte jetzt so den fetten Jumpscare. Ja, ich erwarte sowas von den fetten Jumpscare. Wer auch immer da ist, zeige dich. Da ist der Hase. Boah, diese Geräuschkulisse. Boah, wie creepy ist dieser Hase? Der hat leuchtende Augen. Ich hasse diese Geräusche. Wieso ist die Tür zu? Die Tür ist zugesperrt. Nicht euer Ernst, oder? Und der Hase ist weg. Alter, ich hab grad so Chills. No joke. Orb. Ich weiß nicht, ob das so Staubflunzen sind im Game für die Stimmung. Oder ob mir die einen Hint geben, wo ich hin muss. Oh Gott, die Türen sind offen und irgendwo läutet ein Telefon. Ach du Scheiße. Okay, die Tür ist zu. Sind beide Türen zu. Aber die Tür ist wieder auf. Hallo? Hat uns hier gerade umgebracht? Oder nur K.O. geschlagen? Wo bin ich? Oh, jetzt bin ich da in einem der Nebenräume. Ja, ich muss die Videokamera finden. Und Skull Drachenflügelchen mal. Alter Schwede. Wie creepy war die Olle. Wobei mich die Sounds mehr fertig gemacht haben, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, was da steht. Ich brauche mein Wörterbuch. Und ich bräuchte auch mal ein Wörterbuch, weil mir gehen die Wörter verloren. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wo ist meine Videokamera? Warum habe ich die nicht? Warum verliere ich immer meine Videokamera? Ach, das sind jetzt wieder drei Bretter, die ich nicht wegschlagen kann. Okay. Da ist meine Videokamera, da hat sie mich K.O. geschlagen. Und da ist ein Zettel. Ich habe keine Ahnung, was da drauf steht. Ich brauche das Wörterbuch. Zigaretten. Ich nehme die jetzt mal mit. Ich glaube, im Laufe des Spiels werden wir noch Raucher. Wo ist jetzt das Wörterbuch? Das hatten wir doch mitgenommen in der Nacht. Ja, okay, wir nehmen jetzt mal die Videokamera. Also die kann ich nicht nehmen, solange der Zettel drauf ist. Hahaha. Ich höre das Atmen und ich habe das Gefühl, das sind nicht wir.
Wo ist das Wörterbuch? Ich warte immer einen Jumpscare, wenn ich mich umdrehe. Ey, no. Dieses Spiel befeuert meine Paranoia, das ist ja nicht mehr normal. Uff. Das eine Bild ist weg von hier. Okay. Aber wo ist das Wörterbuch? Bist du das Wörterbuch? Nein. Ohne Wörterbuch keine Videokamera. Ohne Videokamera ein hochparanoider Thomas. Wobei, das bin ich sogar mit Videokamera. Ja, wenn das hier irgendwo liegt, habe ich ein Problem, weil hier sehe ich einfach gar nichts. Eine Dose Katzenfutter. Ey, wo hat die mein Wörterbuch hingepackt? Das sind die anderen Bücher hier. Die kann ich auch alle nicht anklicken. Aber das da kann ich anklicken, das Foto. Noch mehr Kinder. Richtig für den Vibe. Das haben sie gut umgesetzt. Also Respekt dafür. Ein Schachbrett. Ein sehr merkwürdiger Teddy. Sieht ein bisschen aus wie Grogu. Aber ist no joke, ich kann hier nichts anklicken. Wo ist mein Wörterbuch? Habe ich das irgendwo übersehen, Chat? Lacht ihr mich gerade voll aus? Wäre nicht das erste Mal, dass ich in einem Horror-Game was Offensichtliches übersehe. Aber bis jetzt? Nö. Das sind die einzigen Bücher hier, die ich finde. Ey, Kind, gib mir mein Wörterbuch zurück. Ohne bin ich verloren. Warum halten mich diese drei Bretter vor diesem Raum auf? Darf ich nicht einfach... Warte mal. Achso, ich kann den Zettel einschieben. Gut. Also ich habe zumindest mal die Kamera. Das Mädchen hat die Kerzen genommen, stimmt? Wieso höre ich da immer so gekritzel? Habe ich ein Mission Lock irgendwo? Nee, ich habe kein Mission Lock. Warum höre ich dann gekritzel? Macht mich nervös. Finde ich nicht gut. Lass den Shit. Nee, ich habe es eigentlich schon die ganze Tastatur durchgeballert. Oh, ist das das andere Ding, was ich lesen wollte und nicht lesen konnte? Eh hier, oder? Nee. Also zumindest sehe ich jetzt wieder was. Noch mehr creepy Bilder. Ein Buch, was ich nicht antatschen darf. Ich darf das so viel nicht antatschen. Hört ihr diese Kindergesänge? Wenn ich mich jetzt umdrehe, steht da ein Kind, oder? Wenn ich mich jetzt umdrehe, steht da ein Kind. Aber die Gesänge werden lauter. Und die Bretter sind hier fein säuberlich zusammengestapelt. Wirklich fein säuberlich. Boah, wieso müssen das Kinder sein?
Ich muss mich einfach bewegen, dass ich die Events trigger, oder? Und Kuma vergisst den Cooldown nicht. Ich sehe alles, Leute. Und schönen Abend, Jimmy. Schön, dass du reinguckst. Sag nicht einfach Bu. Das spiele ich schon Bu genug. Singt das Kind noch? Das Kind hat aufgehört zu singen. Ist das gut oder schlecht? Taube, komm rein. Ich brauche Gesellschaft. Wer kommt auf die verrückte Idee, allein ein Urban Exploring über mehrere Tage zu machen, wo es möglicherweise und mittlerweile offensichtlich spukt? Oh, ich komme da zurück. Okay, mit dem Radio wird noch irgendwas passieren, schätze ich mal schwer. Ein Marienbild. Ein einsamer Stuhl. Was bist du? Wieder ein Foto von einem Spielplatz. So viele Fotos. Oh. Oh nein. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne wirklich Schlimmes. Muss ich dann später durch den Schacht fliehen? Aber ist mal die Frage, was passiert jetzt? Ich höre das Mädchen nicht mehr. Ich sehe auch nirgends den Hasen. Hier kann ich nichts machen. Ah, jetzt darf ich es durchtreten. Okay, also man muss halt immer so quasi die Missionen erfüllen, dass irgendwas freigeschaltet wird. Holy shit. Eine blutige Hand. Alter, so viel Blut und... Jo! Das scheint frisch, also vergleichsweise frisch zu sein. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ein Medaillon. Ich darf es nicht öffnen. Schade. Und es sind Staubflunsen. Die sind hier überall. Oder sind die Fliegen? Ich höre schon wieder Geräusche. Ich mag nicht. Oh! Ich muss eine Sicherung finden. Der Leiter des Camps Junost, Maria Anatoljewna, verschwand wie der Rest der Camp-Mitarbeiter. Maria hat sich zuvor um Kinder in einem Waisenheim gekümmert, von 1944 bis 1950. Sie war Pflegerin, die nur für ihre Arbeit da war. Disziplin war das Wichtigste für sie. Darum haben die Eltern ihre Kinder anvertraut. Ey, habt ihr von American Horror Story die Staffel 1984 gesehen? Gibt mir irgendwie gerade ähnliche Vibes. Vögel. Blutige, tote Vögel. Kann ich hier zurück? Oh Gott, ich kann hier zurück. Warum kann ich hier zurück? Das wollte ich doch gar nicht. Oh Gott, ich habe eine Sicherung gefunden.
Auf zu unserem Schlafsack. Nimmt uns das Mädchen das gleich wieder weg? Tada! Okay. Hallo? Gut, wir legen jetzt mal die Sicherung rein. Und jetzt drehen wir das Licht drüben auf. Und hoffen, dass uns niemand in die Quere kommt. Ich will Licht haben die Nacht. Achso, jetzt muss ich überall die... Ich ignoriere die Musik. Achso, ich darf die Lampen noch gar nicht einsetzen. Oh. Wo kommt diese Musik her? Kommt die von hier oder vom Nebenzimmer? Oder aus den Lüftungsschächten? Boah, hast ein Radio? Was ist denn creepy shit, ey? Dieses doofe Kind soll mal aufhören, am Radio rumzuspielen. Aber wir haben Licht. Das ist gut. Gut, wir haben Licht. Wenn ich überfalle, dann richte ich Einschaltungszeichen, Sie sagt das so schön so, hihi. Und danke Kamaki für dein Prime-Sub im 5. Monat, ey. Vielen lieben Dank. Ich würde gerne die Glühbirne nehmen. Der Doc, also dieser Geisterdoktor ist ja hier reingerannt. Hat sich hier was geändert dadurch? Ich habe ein Wörterbuch noch nicht gefunden. Nur mal so nebenbei. Ist eigentlich alles gleich wie vorher, oder? Also der ist nur durchgelaufen, dass er durchgelaufen ist. Aber irgendwie... I want to sleep. Ja, gut, wir gehen schlafen. Sehr gut. So groß ist die Hütte ja gar nicht und er erforscht sie mehrtägig. Schlafen. Wir gehen schlafen. Definitiv. Oh, es ist wieder Nacht. Leute, worauf habe ich mich da eingelassen? Die Uhr hat um 3.07 Uhr aufgehört zu schlagen. Also die Uhr geht nicht mehr. Oh Gott, warum geht die Uhr nicht mehr? Ach, die darf ich nicht nehmen. Alles klar. Nee, Kamaki. Also kommt jetzt auf die To-Do-Liste und dann wird's gemacht. Okay, da kann man so reinzoomen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, das brauche ich jetzt dann. Die Türen sind zu. Das Radio läuft. Klopf, klopf. Oder war es am Fenster? Wer ist da? Ich gehe mal zum Radio. Ja, okay, es bringt mir absolut rein gar nichts. Okay, wir gehen mal zum...
Ey, wenn das ein Survival-Game wird, ich werde sowas von verrecken, Leute. Hallo? Das lag vorhin doch nicht da, oder? Gott, warum catcht mich dieses Spiel so um Himmels Willen? Hallo? Oha. Hallo? Ich höre bedrohliches Donnern. Ich glaube, genau darauf spekuliert das Spiel Ender Rise. So lang nichts und du erwartest immer was und wirst ein bisschen träge dadurch und dann auf einmal wumm. Ich gehe jetzt mal da rein. Oh. Hallo? Oh, in den Schacht haben sie es gezerrt. Das Kind lebt noch und versteckt sich im Schacht. Oh, diese Box ist neu. Oh, in dieser Box ist was drin, ich brauche den Schlüssel. Darf ich jetzt das Medaillon öffnen? Nein. Und schönen Abend, Teddy. Freut mich, dass du reinguckst. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Boah, dieses Atmen. Lass den Scheiß. Ja, da. Oh. Die ist safe in die... Ja, das Kind lebt. Das ist kein Geist. Und wir halluzinieren halt ein bisschen wegen dieser Schimmelluft hier drin oder so. Und die ist im Gang unterwegs. Also in den Schächten. Die blöde Kuh will uns einen Schrecken einjagen. Macht uns einfach das Licht kaputt. Ja, jetzt hat sie sich da drin eingesperrt. Toll. Schön für sie. Da war doch gerade das Geräusch von Wasser. Ja, hier ist auch wieder ein Lüftungsgitter. Und da ist wieder eine Box. Wow. Der war unnötig. Uff. Oh Gott, oh Gott. Und Melli, schönen Abend. Freut mich, dass du auch reinguckst. Ach du Scheiße, ey. Okay, meine Lüftungstheorie ist hinfällig. Und schönen Abend, Zelda. Freut mich, dass du auch da bist. Uiuiuiuiui. So. Gut. Also meine Theorie ist hinfällig. Warte. Ihr habt gewusst, dass was kommt und trotzdem hat mich so erschreckt, ey. Uff. Ja, guck mal, jetzt kannst du wieder frech lachen. So. Und wo müssen wir uns jetzt noch erschrecken lassen? Vor allem, das sind ja alles unterschiedliche Monster und Kreaturen. Das ist nicht ein einheitlicher Geist. Was ist denn hier los?